Tag Leute, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe heute mal Besuch. Moin, wollte ich sagen. Genau, moin, der Christian ist heute da. Ihr habt ihn vielleicht auch schon mal beim Boardgame-Digger gesehen. Ihr habt ihn vielleicht auch jetzt auf dem Video zu den Ratinger Spieltagen Light schon mal gesehen. Der Christian hat nämlich was vor heute und wollte mal sein Spiel vorstellen. Ne? Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung heute. Ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal im weiteren Video das aktuelle Spiel von mir an. Das erste Spiel von mir. Worigen, Ursprung des Krieges. So ein richtig schönes, auf die Fresse, 2 gegen 1 PvP-Spiel. Okay, genau, das werden wir jetzt tun. Das heißt, wir schauen uns gleich erstmal das Material an. Wichtig für euch an der Stelle, es ist noch so ein bisschen im Prototypenstadium. Absolut, ja. Also so ein paar Komponenten werden sich auch nochmal ändern, auch gerade beim Artwork, bei diesen Kampfkarten. Da kommt nochmal ein bisschen was danach. Gucken wir uns das mal an. Dann wird der Chris ja mal einen Ausblick geben über die Regeln. Dann werden wir mal so 1, 2, 3 Beispielrunden auch spielen, damit ihr auch seht, wie sich das Spiel so anfühlt. Und dann, ja, machen wir danach noch ein kleines Fazit, würde ich sagen. Genau, das hört sich gut an. Alles klar, dann viel Spaß euch. So, wir haben jetzt mal das Spiel aufgebaut und wollten uns jetzt als allererstes mal das Material angucken. Vielleicht erzählt es auch mal so ein bisschen dazu. Ich finde es mal ganz interessant, dass man mal so ein bisschen auch Gefühl dafür kriegt, was auch für eine Arbeit dahinter steckt. Weil du hast mir mal verraten, wie lange läuft das Projekt jetzt schon? Ja, also tatsächlich ist das sehr, sehr lange und zwar gibt es den ersten Prototypen seit 1999 oder so. Guck an. Ist damals im Literaturunterricht entstanden, hat sich natürlich extrem weiterentwickelt, also Elite-Karten sind später gekommen, Ereigniskarten sind später gekommen und so, also da hängt wirklich viel, viel Zeit und Herzblut am Ende des Tages auch drin. Mhm. Ja, genau, und das Material, das ist jetzt noch nicht ganz so alt, ja, aber da hängt natürlich auch sehr viel Arbeit drin. Die Karten, ja, ich meine, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen oder seht ihr dann ja auch auf der Kickstarter-Seite, ist halt wirklich sehr, sehr liebevoll auch illustriert und ich finde es fantastisch, das darf ich sagen, weil die Illustrationen kommen nicht von mir, sondern von der Anna Kersten, also die finde ich wirklich toll, fangen das Ganze, ja, also die ganze Atmosphäre auch einfach sehr gut ein. So, ob ihr das Spiel mögt, denke ich, das müsst ihr selber beurteilen, will ich nicht zu sagen. Aber die Grafiken, also finde ich persönlich auch wirklich sehr, sehr toll. Ich meine, wie ihr hier seht, wir haben gerade noch ein paar wirklich handgeschriebene Karten auch am Start, weil es tut sich natürlich immer einiges, was nochmal die finalen Formulierungen und so angeht. Da sind wir jetzt aber eigentlich auch durch. Deswegen haben wir gerade hier eine Version, wo wirklich ich nochmal den Kugelschreiber angesetzt habe. Mhm. Und ansonsten seht ihr auch hier, dass das Spielbrett ist eben alles fertig. Wir haben hier ein paar Kampfkarten, die sehen, dürfte ich eigentlich gar nicht vorzeigen, die sehen momentan noch nicht schön aus, weil weil sie eben ausgeschnitten sind. Die werden natürlich hinterher dann auch komplett designt sein, einen schönen Rahmen, sag ich mal, und einer Kartenrückseite und so. Genau, ansonsten, was soll ich dir sagen? Ja, die Spielfiguren, das wird wahrscheinlich meine Sisyphus-Arbeit für die nächsten Wochen dann, weil, es ist halt eine Kleinstauflage. Was machen wir mit einer Kleinstauflage? Viel händische Arbeit natürlich. Wir sehen hier zum Beispiel die Markierungen für die Heldeneinheiten, weil es sehr wichtig ist in dem Spiel, dass man auch verdeckte Informationen hat. Die Heldeneinheiten werden zum Beispiel dann mit so einem Brandstempel von mir selber da eingebrannt. Mhm. Genau. Okay, und die Ohne, das sind dann quasi die normalen Krieger einfach. Ne? Also ja, hier, damit ihr auch den Unterschied mal seht. Ne? Also hier, das mit dem doppelten Schwert ist ein Krieger, das andere nicht. Aber du hast ja auch schon überlegt, irgendwie auch die einzelnen Krieger quasi auch nochmal irgendwie mit einem einzelnen Schwert vielleicht zu versehen. Irgendeine Idee hat sie ja noch, ne? Ja, jetzt machst du mich sehr, sehr unglücklich, weil ich in dem Fall dann tatsächlich sehr viele Einheiten stempeln oder brandmarken muss. Das ist wirklich eine Frage. Also dann muss man einfach gucken, ob das... Vielleicht machst du ja einen Stretch-Goal draus. Ja, bei 10.000 Euro kommen dann auch hier nochmal die einzelnen Schwerter drauf. Also Leute, ob das ansatzweise realistisch ist. Aber ja, machbar ist es natürlich. Okay.
Ja. Ich finde, also man braucht es jetzt nicht. Also ich meine, wir haben es ja auch gespielt in Rating und also es ist überhaupt nicht notwendig. Also man weiß, glaube ich, wenn man dahinter steckt, alles sind Krieger am Ende des Tages. Genau, richtig. Und es gibt halt Helden und die Helden haben halt dann halt diese gekreuzten Schwerter, finde ich, reicht absolut. Absolut. Ja, jetzt hast du hier, also wenn man sich das Material jetzt mal anguckt, klar, Spielbrett. Dann haben wir ja hier quasi die drei Fraktionen. Das ist ja einmal Himmel, Hölle, genau. Und was ich so cool fand, das Nichts quasi, ne? Ja, genau. Also vom Prinzip ist es so ein bisschen von der Idee, wir haben Himmel, Hölle und das Nichts. Und die haben sich alle es schön bequem gemacht in ihrer Ecke der Ewigkeit. Mhm. Und es ist halt so ein Gleichgewicht. Und irgendwann überlegt sich einer, ach, es wäre ja eigentlich doch ganz nett, wenn ich einfach mal so alles erobern könnte. Und entsprechend wird dann definiert, dass eine dieser drei Fraktionen sagt, so, ich will jetzt einfach alles erobern. Mhm. Und die beiden anderen Fraktionen verbünden sich vom Prinzip, sind Alliierte für diesen, ja, für diesen besonderen Moment der Ewigkeit, sage ich mal, weil sie sich einfach dann gegen die dritte Fraktion wehren müssen. Das heißt, wir haben immer eine 2 gegen 1 Konstellation. Mhm. Ja, genau. Okay. Ja, und dann also hier zur Erklärung. Normalerweise, das machen wir ja gleich auch nochmal, ne, die Würfel sind ja fürs Kämpfen. Und dann gibt es ja, glaube ich, noch einmal Eventkarten und dann gibt es noch diese Aktionskarten quasi. Genau, ne? Richtig. Genau. Ja, also vielleicht dazu was zu sagen. Du hast genau richtig gesagt, die Kämpfe werden halt sehr, sehr schnell mit Würfeln dann am Ende des Tages auch ausgefochten. Dabei gibt es dann immer auch Modifikationen auf Basis der Eventkarten. Mhm. Es gibt Modifikationen auf Basis der, oder im Deutschen halt Ereigniskarten. Es gibt Modifikationen auf Basis der Aktionskarten, wo ich dann als Angreifer sagen kann, so, ich kann mich jetzt vielleicht etwas schneller bewegen und kriege noch einen kleinen Angriffsbonus und so. Und das Ganze führt dann dazu, dass ich, also man bewegt sich eben auch relativ schnell über das Brett drüber. Das führt dazu, dass wir am Ende des Tages sehr, sehr schnelle Runden auch haben. Also wenn man wirklich ein paar Mal gespielt hat und dann die Karten auch kennt, dann, ich sag mal, mit einem guten Freund von mir, wo ich wirklich sehr viel gespielt habe, da spielt man auch so in 15 Minuten mal so eine Runde runter, hast du anderthalb Stunden Zeit, machst du 6 bewertete Spiele und hast am Ende des Tages dann einen übergeordneten Sieger auch. Also es gibt ein kleines Wertungssystem. Ja, und für diejenigen, die einfach sagen so, naja, ich bin überhaupt nicht der Würfelfan, gibt es eine andere Möglichkeit, auch die Kämpfe am Ende des Tages, jetzt habe ich zum zweiten Mal schon am Ende des Tages gesagt, da wird sich ein Freund von mir selber schlapplachen, er meint, das würde ich immer sagen. Also, gibt es die Möglichkeit, die Kämpfe eben noch etwas taktischer anzugehen, dass man auch mehr Möglichkeiten zum Bluffen hat. Dafür gibt es dann hier diese Kampfkarten, die auch von 1 bis 8 dann am Ende des Tages durchnummeriert sind. Jede Fraktion hat entsprechend 16 dieser Kampfkarten plus eine Fraktionskarte für eine kleine Sonderfähigkeit. Könnt ihr einfach gerne mal auch in die Spielregeln gucken, dass das im Detail erklärt. Und da wähle ich dann als Spieler vom Prinzip dann im Kampf meine Karten raus. Und wenn ich der Meinung bin, das ist jetzt ein sehr wichtiger Kampf, dann wähle ich halt die hohen raus. Wenn ich der Meinung bin, ich kann jetzt den Gegner ein bisschen kitzeln, dann hilft das auch nochmal zum Bluffen und so. Also das Spiel dauert dann halt ein bisschen länger, wird ein bisschen taktischer und blufflastiger. Okay, genau. Aber finde ich gar nicht so verkehrt, weil auch bei uns in der Spielgruppe ist halt so, wir haben auch Leute, die, sag ich mal, dieses rein glückslastig überhaupt nicht so mögen. Ja. Und das fand ich auch von Anfang an relativ interessant, dass man hier halt diese zwei Möglichkeiten auch hat, das Spiel auch zu gestalten. Ja. Ne? Also es spricht halt mehr Leute eigentlich auch an. Ne? Wobei, lass mich trotzdem ganz kurz einmal was dazu diesem Glücksfaktor sagen. Also es ist eben natürlich trotzdem so, du hast die unterschiedlichen Einheiten Stärken, du hast die Buffs durch die Ereigniskarten, durch die Aktionskarten. Und es ist natürlich so, dass du nicht glücksmäßig einfach losläufst, sondern du wählst natürlich immer den bestmöglichen Zeitpunkt vom Prinzip, ja, und du wählst, wenn es einen Buff für schwache Soldaten gibt, dann wählst du entsprechend die Situation dann aus und nutzt das eben. Und es ist so ein bisschen wie beim Poker, ja, da probierst du vom Prinzip immer richtig zu spielen und manchmal läuft es dann halt eben nicht und im nächsten Schritt musst du dich einfach wieder auf die neue Situation dann einlassen am Ende des Tages. Okay, ja, sonst, ich würde sonst sagen, du kannst ja mal einen kurzen Überblick über die Regeln geben, also auch für euch vielleicht, also es ist auch natürlich auch noch nicht final, man kann es jetzt, okay, da sieht man es vielleicht nicht so gut, ne? Also hier auch das Regelwerk, vorne natürlich auch mit dem Logo drauf, hier seht ihr nochmal einen Engel, den Teufel und das Nichts, ist natürlich hier aktuell noch ein Musterexemplar, ist nochmal eine schöne Geschichte auch mit drin, was da auch ein bisschen hintersteckt, ein bisschen Fluff ist mit dabei,
finde ich ganz gut geschrieben. Ja. Ja, genau. Also ne? Wir hatten es ja gerade schon, bevor wir den Dreh angefangen haben, er hat es ja schon mal gesagt, hier hinten seht ihr dann auch immer nochmal, habt ihr nochmal eine kurze Übersicht vom Prinzip, wie läuft das Spiel ab. Das gleiche dann auch nochmal auf so kleinen Hilfekarten, sag ich mal, die gibt es dann für jeden einzelnen Spieler nochmal, dass man das auch vor sich legen kann. Da ein kleiner Gruß an meinen Kumpel in Hannover, es gibt Player-Aid-Karten. Ja, ich meine natürlich, ja, auch als Spieler selber sage ich dann so, ja, aber was muss ich jetzt als nächstes machen? Und das hilft, also jetzt nicht im Spiel, das kenne ich, aber in anderen Spielen, nicht zum ersten Mal spiele, glaube ich, ist es einfach sehr hilfreich. In dem Zusammenhang übrigens, es gibt auch ein kleines Szenario für zwei beziehungsweise für drei Spieler, wo die Kartendecks vorher dann schon festgelegt sind, damit man einfach sofort anfangen kann zu spielen. Ich sag mal, Spiel aufreißen, dann kannst du wirklich in 5 Minuten anfangen zu spielen, weil einfach dieser Beat-Mechanismus, den wir ganz am Anfang haben, den ich gleich kurz erkläre, der wird dann quasi übersprungen, damit einfach jeder die Möglichkeit hat, hey, ich schaue mir mal die Karten an, bevor ich überhaupt entscheiden muss, möchte ich mit den Karten alleine spielen oder eben nicht alleine spielen. Mhm. Oder man springt halt ins kalte Wasser rein und fängt sofort dann auch mit dem Beat-Mechanismus an. Okay. Genau, lass mich gerne einmal kurz erzählen, wie das Spiel ablaufen ist. Ja, gerne. Beziehungsweise gib mir mal die Anleitung, damit ich jetzt nicht irgendwas Wichtiges vergesse. Genau, also vom Prinzip ist es so, es spielen immer zwei Fraktionen gegen eine Fraktion. Das gleiche gilt auch, wenn wir zu zweit spielen würden. In dem Fall übernimmt dann nämlich einer der Spieler wieder die Rolle des Herausforderers und sagt, hey, ich möchte jetzt gerne alles erobern. Und im nächsten Schritt übernimmt dann der zweite Spieler vom Prinzip die Kontrolle über die zweite Fraktion, zieht im weiteren Verlauf immer noch weitere Aktionskarten nach. Also dadurch wird es noch ein bisschen mehr auch ein Spiel gegen die Zeit für den Herausforderer. Und insgesamt ist es eben so, dass man ganz am Anfang einmal die Ereigniskarten, die wir hier haben, die werden vom Prinzip gemischt, werden dann entsprechend verteilt. Jeder Spieler erhält 9 Karten, so kürzen es jetzt mal ein bisschen ab. Hier 1, 2, 3 sind jetzt sind vom Prinzip 9 Karten. Und daraufhin werden 9 weitere Aktionskarten in die Mitte des Spielfelds gelegt. Genau, also du hast jetzt schon die absoluten Härtekarten natürlich rausgeholt. Ich habe ein bisschen das Ganze ein bisschen vorbereitet, wie die Trompete schön sagt. Ja, genau. Also ich meine, ihr seht eben hier auch einmal, die Karten haben dann auch noch einen Wert oben links von 1 bis 5 Dreiecken. Die zeigen einfach auch nochmal an, wie stark ist die Karte im Vergleich zu anderen Karten. Zusätzlich seht ihr hier, dass vom Prinzip es Karten mit einem grauen Hintergrund gibt und mit einem gelben Hintergrund. Das ist nochmal der Unterschied, dass es also vom Prinzip von einzelnen Karten gibt es normale Versionen, zum Beispiel hier den Blitzschlag, und es gibt eine Elite-Version, die dann noch einen etwas stärkeren Effekt hat. Was machen diese Elite-Karten? Ja? Kann nicht jeder ausspielen? Nein, das funktioniert nicht. Nur der Einzelspieler kann den Elite-Effekt nutzen, ansonsten gilt die Karte auch als normaler Blitzschlag in dem Fall. Das heißt, je mehr von diesen Elite-Karten ich auch vielleicht auf der Hand habe, desto eher sage ich auch, hey, das ist genau das, was ich brauche, um die beiden anderen Fraktionen herauszufordern. Ja, und jetzt hatten wir ja auch, also wie ich mich noch daran erinnern kann, als wir es gespielt haben, so vom Prinzip her ist es ja so, ich habe dann meine Handkarten, dann zähle ich ja quasi erstmal oben diese Sterne und rechne so zusammen, wie viele das sind, und dann fragt man ja reihum irgendwie, möchtest du ohne Karte gegen alle spielen, glaube ich, ne? Ja, genau, richtig. Also das ist so eine kleine Hilfestellung für neue Spieler, dass man vom Prinzip so anhand dieser Handkarten eine Empfehlung kriegt, hey, lohnt es sich damit schon alleine zu spielen oder nicht. Ich selber gucke gar nicht mehr auf die Dreiecke drauf, sondern schau mir einfach an, so wie passen die Karten am Ende des Tages auch zusammen, wie passen die Handkarten zusammen mit den 9 Karten, die dann quasi in der Mitte liegen, und darauf basierend überlege ich mir dann, so möchte ich alleine spielen oder nicht. Und genau, was du sagst, so wenn ich jetzt in unserem Fall die Karten gegeben habe, dann bin ich der Dealer und frage dich so, über wen möchtest du ohne eine dieser 9 Karten in der Mitte liegen, mich herausfordern, nur mit deinen 9 Handkarten. Dann wirst du wahrscheinlich sagen, nö, möchte ich nicht, ich kenne das Spiel vielleicht auch noch nicht, ich gucke mir meine Karten an, ach, das sind keine guten Karten, ich warte dann vielleicht auch nochmal und sage, nee, ich möchte nicht, dann frage ich, möchtest du mit einer spielen? Nein, ich sage auch nein, möchtest du mit 2 spielen und so weiter und so fort.
Und irgendwann, und das ist wirklich immer der Fall, wird einer von uns beiden gierig werden und wird sagen, ja, wenn ich die Karten jetzt alle noch dazu kriege, zusätzlich zu meinen Handkarten, dann möchte ich alleine spielen. Ja, du hast uns ganz auf der, in Rating hast du ja so über den Daumen gepeilt, so ab 30, 35 ja, von diesem Sternchen ist so über den Daumen gepeilt, hat man, glaube ich, ein ganz gutes Blatt erstmal in der Hand, um ja, alleine genau. gegen zwei Leute zu spielen, ne? Ja, genau. Also wenn man hier so in dieser Range liegt, 35 von diesen Sternen, inklusive den Karten in der Mitte, die man eben nimmt, also nach dem Motto, ich habe hier 9 Karten auf der Hand und mit 3 Karten aus der Mitte komme ich auf 35 Sterne, dann ist es eine gute Möglichkeit auch zu sagen, so jetzt möchte ich da einfach mal als Herausforderer spielen. Okay, ja gut, und dann habe ich ja meine 9 Karten, oder beispielsweise, du hast dann gesagt, würdest du mit 3 Karten gegen mich antreten, ich sage dann, jo, mache ich, dann darf ich mir von diesen 9 Karten in der Mitte nochmal 3 aussuchen. Ja, genau. Richtig. Die kommen zu meinen Handkarten, die du vorher ausgeteilt hast, dazu, der Rest wird abgeräumt, wird nicht gebraucht in dem Spiel. Ne? Genau, richtig. Und dann geht es ja im Prinzip los, ne? Richtig, genau, dann geht's los, jeder stellt seine Einheiten auf, ihr seht hier diese ich räume es jetzt vielleicht doch mal eben einmal kurz ab. Ihr seht hier, dass wir ein sogenanntes Heimatgebiet haben für jede Fraktion. Das sind die 8 Felder, die rund um die Festung stehen. Plus für den Einzelspieler gibt es in der Mitte noch ein weiteres Heimatfeld. Und da stellen wir halt jetzt die Figuren auf. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Podgamer gesagt hat, ich möchte gerne alleine spielen. Dann wollte ich ein Rating sogar, es ist nicht dazu gekommen. Ich wollte... Du hattest einfach nicht ich war nicht gierig genug. Alleine zu spielen. Ich war nicht gierig genug, glaube ich. Genau. Also der Einzelspieler erhält 4 von diesen, sorry, 4 von diesen Heldenkarten, sorry, Heldeneinheiten und 5 normale Einheiten, während also jede Teamfraktion entsprechend 3 von diesen Heldeneinheiten und 5 von den normalen Einheiten erhält. Die werden entsprechend hier aufgestellt. Zusätzlich kriegt jetzt Gelb in dem Fall noch eine weitere Einheit in der Mitte. Und ja genau, dann geht's vom Prinzip los. Was ich aber ganz wichtig finde auch, und da muss man auch ein bisschen den Würsing einschalten, weil ich drehe die ja nicht mehr um. Also es sei denn, es kommt dann zum Kampf, aber das heißt, ich muss mir eigentlich merken, wo ist jetzt was für eine Einheit? Ne? Absolut, genau. Das ist ein bisschen tricky. Genau, es ist schon etwas herausfordernd, weil ich mir einfach merken muss, wo habe ich meine einzelnen Einheiten positioniert. Es gibt eine optionale Regel für diejenigen, die es wirklich nicht mögen. Da muss sich dann die einzelne Spielrunde einfach darauf einigen, dass man vielleicht doch unter seine eigenen Einheiten schauen kann. Hm. Ich persönlich finde es wirklich, wirklich spannender, wenn man nicht runterschauen kann. Alleine deswegen, weil ich mich immer freue, wenn ein Gegenspieler sagt so, verdammt, ich habe gedacht, es wäre eine Zweier-Einheit. Ja, das ist mir auch letztens passiert. Aber also ich finde natürlich vielleicht für Spieleinsteiger, jetzt vielleicht auch nicht ganz so oft solche Spiele spielen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man mal sagt so, okay, ich gucke mir jetzt mal kurz. Aber so vom Prinzip her finde ich das schon relativ... relativ interessant, weil man eben dann doch das Ding im Blick haben muss. Ansonsten kann auch eine Taktik mal nach hinten passieren. Ja, absolut, absolut. Es wird eben einfach herausfordernd, aber vom Prinzip schaut man eben nur unter die Einheiten runter, wenn es zum Kampf kommt oder wenn eine Einheit vom Spielbrett entfernt wird. Mhm. In dem Moment wird sie auch immer aufgedeckt. Genau, so jetzt haben wir vom Prinzip unsere Einheiten aufgestellt und so, du bist ja jetzt quasi der Einzelspieler. Mhm, genau. Und das Spiel fängt dann an, indem du eine der Ereigniskarten aufdeckst. Die Ereigniskarten haben auch hier, dass ihr es auch nochmal sehen könnt, sehen auch von hinten noch ein bisschen anders aus, sind jetzt gesleeved, deswegen spiegelt es jetzt ein bisschen, aber ne, da sieht man halt hier nochmal, dass diese Ereignisse ja auch ne, gut gegen böse und hier prallt irgendwas auf die Festung ein, also es kann immer mal was passieren. Und jetzt habe ich hier eine Karte gezogen, die ich besonders mag in der Regel. Hat das denn nichts? Also jetzt würde in dieser Runde nichts passieren. Ich ziehe jetzt mal exemplarisch, nehme ich jetzt einfach mal von hier unten eine. Also ihr seht auch, das Artwork ist auch ziemlich cool. Und hier steht jetzt zum Beispiel Crusade, Attacking Soldiers, Receive +4 Battle Modifier. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem ganz normalen Soldat angreifen würde, der hätte dann quasi eine Stärke schon von +4 auf den Würfelwurf. Ja, ganz genau richtig. Das gilt aber, also dieses Event gilt auch für alle. Also das ist dann nicht nur für den Einzelspieler, sondern... Das ist ein Buff, der sich auf die ganze Runde, auf alle Spieler auswirkt. Genau, richtig. Vom Prinzip, der Einzelspieler zieht die Karte. Das Event gilt dann für dich, für die zweite Fraktion, für die dritte Fraktion. Und dann wird irgendwann eine neue Ereigniskarte gezogen. Und das Schöne ist halt eben auch wirklich, dass wenn man hier so einen Buff hat, in dem Fall, dass eben nur die angreifenden schwachen Soldaten stärker werden, dann sollte ich natürlich mal möglichst probieren, diesen Effekt auch auszunutzen. Mhm. Weil es geht am Ende darum, möglichst viele für einen... positive Chancen auch einfach zu nutzen und hinterher das Spiel zu gewinnen. Genau, richtig. Wir haben jetzt das Ereignis gezogen. In der ersten Runde
hat das natürlich jetzt im Normalfall nicht den sehr großen Effekt, außer es kommt zum Stadtbrand, zack, direkt die erste Einheit weg. Und danach hast du dann als Einzelspieler die Möglichkeit, vom Prinzip relativ einfach, entweder drei Einheiten, um jeweils ein Feld zu bewegen, oder du hast die Möglichkeit, eine Aktionskarte auszuspielen. Der Effekt wird vom Prinzip sofort getriggert und danach zwei Einheiten ein Feld zu bewegen. Es fängt aber auch der Einzelspieler an. Absolut, ja? Es fängt immer der Einzelspieler an, hat dann drei Aktionen, wovon eine Aktion halt diese Aktionskarte sein kann und der Rest Bewegungszüge dann sind. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie der Kampf dann auch zustande kommt. Kostet das weitere Aktionen? Wann kommt es zum Kampf? Auch hier ist es sehr einfach, weil ihr zieht eure Figur in ein Feld rein, wo eine gegnerische Figur steht. Dann kommt es zum Kampf. Es wird aufgedeckt. In dem Fall mit den Kampfkarten werden die Kampfkarten gelegt. Wir haben jetzt hier 2 gegen 2. Zusätzlich hat der Einzelspieler, also der aktive Spieler, gegebenenfalls noch eine Aktionskarte gespielt. Dann wird gewürfelt. Wichtig zu wissen, der Angreifer gewinnt bei Unentschieden. Und gerade wenn ich zum Beispiel mit einem normalen Soldaten kämpfe, ja, das sind dann die würfeln jeweils mit einem Würfel, das sind W8. Jedes achte Mal ist das auch der Fall, dass dann einfach beim Unentschieden der Angreifer gewinnt. Also es ist wichtig, wirklich in diesem Spiel sich nach vorne zu bewegen. Es ist kein Aufbaustrategiespiel, sondern ich habe am Anfang vom Prinzip meine Einheiten und es wird dezimiert und am Ende geht es darum, einfach als erstes die gegnerische Festung einzunehmen. Das ist nämlich auch das Ziel. Der Einzelspieler gewinnt, wenn er entweder diese Festung einnimmt oder diese, also wenn der Einzelspieler jetzt halt der Himmel ist, während die Allianzspieler gewinnen, wenn sie die Festung des Einzelspielers einnehmen oder der Einzelspieler keine Armeen, keine Einheiten mehr hat. Jetzt hast du dich gewählt ausgedrückt, gerade eben im Intro hat er gesagt, auf die Fresse, so sieht es nämlich aus. Ja. Und was ich ganz wichtig finde, weil das war auch bei mir so in Rating tatsächlich ein Punkt, wo ich mir ins eigene Bein geschossen habe, wichtig, die Aktionskarte muss als erstes ausgespielt werden. Wenn ich eine Aktionskarte spielen muss, muss ich die spielen, bevor ich meine anderen Züge mache. Und ich habe halt den Fehler gemacht, ich habe dann hier mich bewegt und wollte dann die Karte spielen. Das war dann natürlich verkehrt. Dadurch habe ich dann verkackt quasi. Ne? Ja, ich meine, das ist natürlich dann vielleicht auch ein Anfängerfehler. Es hat aber auch einen wirklich spielerischen Hintergrund, dass das so rum ist, weil ich muss mir im Vorfeld überlegen, möchte ich jetzt mit einem Blitzschlag wirklich verhindern, dass der Gegner, der genau vor meiner Festung steht, auf keinen Fall reinkommt oder gehe ich das Risiko ein. Upsala. Oder gehe ich vom Prinzip das Risiko ein, dass, dass ich vom Prinzip einen Kampf verliere und dann im schlimmsten Fall meine Festung erobert wird. So wie es jetzt passiert ist. Ja, also in dem Fall ist sie nicht, erobert worden, sondern von einem Erdbeben zerstört, aber naja, genau. Ja, genau, das Ganze geht dann halt relativ schnell eigentlich. Nachdem nämlich der Einzelspieler seine drei Aktionen gemacht hat, ist die erste Allianz-Fraktion dran und hat die Möglichkeit, zwei Aktionen zu machen. Das heißt, entweder bewege ich zwei Einheiten ein Feld oder ich spiele eine Karte und bewege eine Einheit ein Feld. In einem konkreten Fall habe ich einen Waffenschildstand gespielt, der mir in dem Fall erlauben würde, dass ich erst der nächste Spieler wieder bin, der angreifen darf. Also das heißt, ich stehe jetzt hier, spiele einen Waffenstillstand, ziehe meine Einheit nach vorne und kann mir sicher sein, dass ich bis zu meinem nächsten Zug nicht mehr angegriffen werden kann. Okay. Also ich hätte gesagt, sonst lass uns doch einfach mal jetzt ein, zwei Züge exemplarisch machen. Wir haben ja jetzt einfach Karten auf der Hand. Es ist ja erstmal Lachs, dann machen wir das einfach mal zurück. Würde ich sagen, so zack, und du, wir tun jetzt einfach mal so, als hätte ich jetzt so gedraftet, dass ich jetzt der Spieler für die zwei Babus bin. Ich habe nur keine Aktionskarten. Ja, hier, ich ausnahmsweise gebe ich dir mal ein paar. Hier kriegst du mal drei, wir machen mal so zwei, drei Runden. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass ich jetzt alleine gegen alle gewinnen wollte. Also ist auch, wir haben gestern auch noch eine Spielrunde gehabt, da war auch jemand, der hat sich gesagt, so ey, wenn, dann muss ich mich hier mit allen anfeinden, dann genau das richtige Spiel für dich. Und ja, okay, also wir spielen jetzt einfach mal exemplarisch, das heißt, ich drehe jetzt hier, bevor es losgeht, erstmal diese Karte um und hier steht drauf, der Necromancer oder Necromancy Destroyed Heroes Respawn as Soldiers of the Active Faction. Das heißt, also seht es hier nochmal, das heißt, wenn jetzt in dieser Runde ein Held sterben würde, dann kommt der direkt als normaler Soldat wieder. Das heißt, jetzt würde es natürlich Sinn machen, zum Beispiel, wenn es das hergeben würde,
sag ich mal, mit meinen Helden anzugreifen, weil wenn ich verkacke, habe ich trotzdem keinen Verlust in der Anzahl der Einheiten zumindest. Ja, genau, das ist richtig. Also gerade die Todbeschwörung zum Beispiel ist dahingehend interessant, dass wenn ich weiß, wo einfach meine Zweier-Einheiten stehen, also Heldeneinheiten stehen oder auch vom Gegner, dann lohnt es sich da wirklich anzugreifen, weil entweder zerstöre ich die gegnerische Einheit, dann kriege ich zusätzlich noch einen weiteren Soldaten, weil hier muss man auch genau lesen, wenn eine Zweier-Einheit zerstört wird, kriegt der aktive Spieler diese Einheit zurück. Das heißt, egal, ob ich von dir eine Einheit zerstöre oder ob ich im Kampf verliere mit einer Heldeneinheit, in jedem Fall kriege ich eine dieser Einheiten zurück. Oder ich kann auch einen Blitzschlag benutzen und nuke dir vom Prinzip eine Einheit weg. Ja, und auf einmal steht dann entsprechend ein Soldat von mir mitten in deinen Reihen. Okay. Ja, dann machen wir es einfach mal. Also ich wäre jetzt dran, das heißt, ich würde jetzt tatsächlich eine Aktion auch spielen, und zwar den Lightning Strike, das heißt Destroy One Unit, und dann baller ich hier einfach den mal weg, so zack, und dann darf ich mich ja noch, das wäre auch normaler gewesen. Das wäre normaler gewesen, wäre es ein Zweier gewesen, wäre der hättest du jetzt tatsächlich hier eine weitere Einheit, die bei mir schon relativ kurz vor der Festung steht. Ne, der Rote, die respawnen ja wieder, also er hätte ja dann... Ja, du bist ja der aktive Spieler. Ach so, ja, stimmt. Ja, also wirklich in der Runde... Als Soldier of the Active Faction, hast recht, das habe ich überlesen, hast recht, das wäre natürlich überragend gewesen. Ja, und dann könnte ich mich jetzt noch zwei bewegen, dann ziehe ich den einfach mal hier hin und den einfach mal dahin, um es jetzt mal ein bisschen zu provozieren, dass es hier gleich auf die Schnauze gibt. Dann ist Rot dran. Genau, so, ich würde jetzt sagen, ich spiele einen Avatar aus, der erlaubt mir, dass... Vom Prinzip, wenn meine Einheiten im Kampf verlieren, sie sofort wiedergeboren werden. Also, your units respawn if they lose a battle. Das sind jetzt hier, wie ihr auch ja hört, alles englische Karten. Final wird es natürlich alles auch in Deutsch geben. Okay. Genau. So, hab das hier drauf gespielt, greife an entsprechend. Das sind beides einer. Das heißt, wir würfeln auch nur mit einem Würfel. Wäre es ein Held, würde man auch mit zwei Würfeln würfeln. Ja, richtig, ne? Genau. Das ist auch nochmal ganz sicher so gewürfelt. Eine 4 gewürfelt. Eine 7. Eine 7 gewürfelt. Okay. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn ich dich zerstört hätte in dem konkreten Fall, bleibt aber zumindest meine Einheit stehen, weil ich den Avatar gespielt habe. Mhm. Und dann, wenn wir jetzt zu zweit spielen, ist vom Prinzip die zweite Fraktion dran. Da spiele ich mal eine Prophezeiung aus, um mir einfach anzuschauen, was da auf mich zukommt. Da kann ich die Stärke von zwei Einheiten aufdecken. In dem Fall ein Held und ein Soldat. Mhm. Und ich bewege eine Einheit nach vorne. Okay, dann wäre jetzt die Runde vorbei, das heißt, dann kommt wieder ein Event, ne? Dann ziehen wir wieder die Eventkarte. Genau. Das wäre jetzt das Poison. Every faction with four or more units lose one unit of its opponent's choice. Das heißt, ich darf mir jetzt bei den beiden jeweils einen aussuchen, der weg ist? Ja, also ganz genau genommen suche ich als erstes eine von dir aus, weil es grundsätzlich auch dann im Uhrzeigersinn geht. Genau. Okay. Also jetzt müsste das ja hier der Zweier gewesen sein. Genau, der wird jetzt entfernt. Also deswegen auch gut gewesen, dass ich früh geguckt habe mit dieser Prophezeiungskarte. Da kann man dann die richtigen Einheiten vom Prinzip. Aber ich nehme jetzt von beiden Fraktionen jeweils einen weg. Genau, ne? Von jeder Fraktion. So, dann machen wir aber mal ganz entspannt, nehmen wir den hier weg. Sehr gut. Und nehmen wir den hier weg. Boah, guck mal, ich ziehe überragend. So, das waren zwei Helden. So, und dann bin ich jetzt dran, ne? Jawohl. So, dann machen wir doch mal Folgendes. Dann würde ich nochmal den Lightning Strike spielen. Das heißt, ich baller den hier auch noch weg. Hervorragend, das war auch wieder ein Held. Und jetzt dürfte ich mich noch zweimal bewegen. Das heißt, machen wir zack und mit dem gehe ich hier rein. Das ist auch hier wieder beides eins so. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Du hast eine 1, eine 6. Das ist auch ganz wichtig beim Gleichstand. Gewinnt, ich hast ja vorhin gesagt, gewinnt genau. Auch der Angreifer immer. Ne? Jawohl. So, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Dann bist du dran. Das Gute ist ja, dass wir jetzt nur ein paar Züge machen wollen. Ne? Ja, das sieht schon sehr vernichtend aus gerade, wenn ich das ja, mal so sagen darf. Also sagen wir es mal so, ich habe jetzt den Vorteil, ich habe es natürlich ein paar Mal öfter gespielt. Ich weiß, du hast keine Chance, im nächsten Zug bei mir einzumarschieren, weil du auch mit einem Pfadfinder kommst du nicht rein, mit Rebellen kommst du nicht rein. Das heißt, ich bin da jetzt noch nicht in der Situation, dass ich sofort angreifen muss. Jetzt haben wir die Einheiten ja gerade so aufgestellt, dass ich hier jetzt nämlich einmal angreifen werde. 2 gegen 1. So 8, 9. Du kannst gerne würfeln, du musst aber nicht. Genau. Hier ist es wichtig gewesen, dass ich eben auch entsprechend wusste, dass hier der Zweier war, dass ich den dann auch gewählt habe. Ich ziehe eine zweite Einheit hier nach und werde mich dann jetzt einmal hier weiter nach vorne
Okay. Ach, komm, ja. Berührt geführt, ja. So, können wir noch eine Runde. Alle guten Dinge sind ja mal drei. So, dann habe ich hier nochmal das Poison. Every faction with four or more units. Ja gut, die kennen wir ja schon ziemlich. Also man muss dazu sagen, die Ereigniskarten, jetzt hast du zweimal zwei jeweils gleich nacheinander gezogen. Es sind die Ereigniskarten jeweils zweimal im Spiel drin. Mhm. Die Aktionskarten sind dreimal drin. Also das heißt, es ist auch wirklich, wenn ich ein paar Mal gespielt habe, dann merke ich irgendwann, okay, es sind jetzt bereits zwei Pfadfinder gespielt worden. Hm. Ich habe noch einen Pfadfinder auf der Hand drauf. Das heißt, ich kann mir sicher sein, dass der Gegner es nicht schafft, wenn er zum Beispiel hier steht, innerhalb von einem Zug in die Festung reinzukommen. Hm. Also da kann man dann auch nochmal sehr gut auf die entsprechende Situation dann eingehen. So, jetzt haben wir hier Schwerter zu Pflugscharen. Helden kämpfen diese Runde mit einem Würfel nur oder haben einen Stärkepunkt. Das zählt natürlich auch hier bei den Kampfkarten. Mhm. Und als Ergebnis ist es jetzt so, dass ich natürlich probiere, mit einer schwachen Einheit im besten Fall deine Helden anzugreifen. Habe ich eine 50-50 Chance, mhm, obwohl du eigentlich einen Helden hast. Okay, gut. Ich würde jetzt als letztes nochmal hier die Guerilla-Elite spielen. Das heißt, ich darf halt einen, weil ich jetzt eine Elite bin, also weil ich alleine spiele, tritt das hier in der Klammer in Kraft. Das heißt, ich darf einen Hero zusätzlich platzieren, das ist dieser hier. Den darf ich jetzt nur nicht in der Burg platzieren, ne? Nee, oder also, in der kompletten Homezone. Nein, also das, was du gerade gespielt hast, das ist tatsächlich ein Guerilla. Und Guerilla, im Deutschen halt Partisanen, dürfen nur im eigenen Heimatgebiet aufgestellt, okay, werden. Was in deinem konkreten Fall, weil du aber der Einzelspieler bist, tatsächlich auch hier in der Mitte ist. Mhm. Und was du auch gesagt hast, der Effekt, also der Elite-Effekt, der wird eben auch nur getriggert, wenn du sie als, mhm, Einzelspieler ausspielst. Deswegen hast du jetzt eine Heldeneinheit bekommen. Wenn ich sie ausgespielt hätte, würde ich eine normale Soldateneinheit bekommen. Mhm. Die Karte wiederum, die du meinst, sind die Rebellen, die man halt viel flexibler auf dem Spielfeld, ja, richtig, dann aufstellen kann. Ja, dann könnte ich mich noch zwei bewegen. Dann würde ich hier mit dem hier dahin gehen und hier würde ich einfach nochmal kämpfen. Das ist nochmal Hero gegen Hero. Dann würden wir nochmal zweimal würfeln hier. So, ich habe hier eine 16. Viel Glück. Ja, gut. Das, da würfel ich jetzt mal nicht mehr. Okay. Ja, genau. Ja. Und vom Prinzip ist es dann hinterher der Wettlauf auch so ein, mhm, bisschen vom Einzelspieler gegen die Zeit, weil natürlich haben die Allianzfraktionen insgesamt doppelt so viele Einheiten. Sie haben mehr Karten vom Prinzip, die sie einsetzen können. Da wird der Einzelspieler stärkere Karten und entsprechend... ja, ist es dann hinterher wirklich auch ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir haben, also um da mal so eine Größenordnung zu sagen, weit über 100 Testspiele auch gemacht. Also ich glaube, das wirklich sehr ausbalanciert ist. Gerade über den Beat-Mechanismus am Anfang, mhm, balanciert sich das auch so ein bisschen eben aus, dass ich mir halt überlege, ich habe sowieso schon sehr starke Karten auf der Hand, dann brauche ich nicht mehr so viel aus der Mitte, weil ich möchte ja für die ewige Wertung möglichst viele Punkte bekommen. Also, mhm, wenn wir mehrere Runden spielen, oder ich warte einfach ein bisschen ab. Das ist dann halt wie beim Doppelkopf oder beim Skat. Ne? Dann sagt man eben nicht keine 60 an, wenn man so leichtes Rehblatt eigentlich nur auf der Hand hat. Okay. Genau. Ja, cool. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zum Fazit. Jetzt habt ihr mal so einen kleinen Überblick bekommen, wie das Spiel, was für Material mit drin ist. Wird es natürlich noch ein bisschen was verändern, aber ihr habt gesehen, viel Holz, was ich schon mal ganz cool finde. Ihr habt mal so einen groben Überblick bekommen, wie der Ablauf ist. Ich glaube, das mit den Kampfkarten reicht auch, wenn wir das mal ganz kurz nur andeuten. Habt ihr mal gesehen, wie sich das ein bisschen anfühlt. Wir haben jetzt mal zwei, drei Züge gemacht. Ich glaube, wie man so schön sagt, in drei, vier Zügen wäre er dann auch schachmatt gewesen. Das lief in Rating ein bisschen anders. Dann, was ich auch noch mal zeigen wollte, hier die Schachtel, auch das alles irgendwie selber gemacht. Und hier sieht man noch mal so, also Black Edition hat der Christian so schön gesagt. Vielleicht kann man es erkennen, hier ist noch ein bisschen das Logo drauf. Auch von darf nicht, die Schachtel ist super schön, auch klein und handlich. Und das finde ich zum Beispiel schon mal sehr wichtig, weil man das Spiel auch überall mit hinnehmen kann. Also der ein oder andere kennt vielleicht den Tisch, auf dem wir es jetzt stehen hatten. Das ist so ein kleiner IKEA-Glastisch. Oder beziehungsweise der Tisch von einer schwedischen, skandinavischen Möbelfabrik oder Möbel... Von dem man eventuell schon mal gehört von hat, dem schon mal wo gehört man Pitbullar essen kann. Ja, genau. Ja, und der Tisch ist nicht groß und es passt da drauf. Das finde ich auch mal ganz wichtig, weil ich hatte in meiner ganz alten Wohnung hatte ich auch gar nicht so viel Platz. Schon mal ein riesen Pluspunkt, dass es klein handlich ist. Ich finde es schon mal gut, dass es verschiedene Mechanismen gibt, dass man schnell reinkommt, aber es bietet auch relativ viel taktische Tiefe.
gerade wie du, wenn man schon über 100 Partien gespielt hat, dass man auch die Karten schon kennt, dann ist es ja wirklich, wie du schon so schön gesagt hast, Doppelkopf-Skat, dass man wirklich schon gucken kann, was für Karten wurden gespielt, was für eine Möglichkeit gibt's. Finde ich persönlich richtig, richtig gut. Wie ist denn jetzt der weitere Plan? Also wie geht's jetzt weiter bis Essen auf jeden Fall? Genau, ja, also vom Prinzip, die Kickstarter-Kampagne, die läuft ja, die hast du ja auch schon gesehen. Genau, und da auch der Link unten in der Beschreibung. Also wenn es euch interessiert, klickt auf jeden Fall gerne mal drauf. Guckt euch das Ganze mal an. Genau, also wie gesagt, die Kickstarter-Kampagne läuft momentan. Und es ist ein bisschen anders, sage ich jetzt mal, als so die übliche Kickstarter-Kampagne, die ich ansonsten auch mal unterstütze. Weil in vielen Kickstarter-Kampagnen ist es so, dass vom Prinzip erst die Kampagne läuft und danach werden die finalen Regeln gemacht, das finale Artwork und was man eben so alles hat. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Das Ergebnis ist aber natürlich, dass es relativ lange dauert, bis das Spiel dann verfügbar ist und auch geliefert werden kann. Ich habe dann etwas anderen Ansatz gewählt, weil ich auf jeden Fall das Spiel auch veröffentlichen will. Ich arbeite jetzt seit 18 Jahren daran. Da hat es natürlich auch ein bisschen mal so in der Ecke gelegen und hat auf das nächste Polishing gewartet, aber vom Prinzip ist es wirklich ein Herzensprojekt auch von mir. Und deswegen haben wir es, also die Anna, die Grafiken macht, und ich, ist halt ansonsten ein Mann-Projekt, ich sag mal ein Mann mit Hund. Also der drei Köpfe hat, ne? Ja, genau. Der Three-Headed Dog, ja. So hast du ja quasi dein Label genannt. Ja, richtig, mal, ne? Richtig, genau. Das Label, was ich halt für Virgin dann gegründet habe, heißt Three-Headed Dog. Und der lacht aber dabei, der Hund, weil es soll ja auch Spaß machen zu spielen. Und auf jeden Fall, es ist jetzt wirklich rund gemacht. Und die Idee ist vom Prinzip zu sagen, zur Spiel in Essen wird es auf jeden Fall eine Kleinstauflage geben. Die werde ich auf jeden Fall machen. Zusätzlich läuft die Kickstarter-Kampagne. Und der Grund für die Kickstarter-Kampagne ist vom Prinzip, dass ich nicht die Möglichkeit habe, in einer größeren Auflage das Spiel überhaupt zu produzieren, weil es kostet Geld, ich kann die Dinger nicht dahinlegen, ich kann nicht abschätzen, wie viele Leute mögen den Ansatz denn überhaupt, mögen das Spielkonzept, und deswegen jetzt die Möglichkeit halt über die Kickstarter-Kampagne das auch so ein bisschen abzufragen, für euch halt die Möglichkeit, mich da zu unterstützen und eine Edition halt zu kaufen, weil ich halt die Möglichkeit oder auch alles so aufgebaut habe, dass ich vom Prinzip in kleinen Batches dann produzieren kann, weil ich die Boxen und die Spielfiguren halt dann auch manuell zusammenpacke. Das Einzige, wo das nicht ganz so einfach... Ach, da übrigens, schön, ich unterbreche. Vielleicht, wenn jemand in Hamburg wohnst du, ne? Also wenn es in Hamburg jemanden gibt, der, sag ich mal, in der Freizeit ein bisschen Zeit hat und sich gerne noch eine Tasse Tee bezahlen lässt, ja. Kann gerne helfen, dann die Badges zusammenzupacken. Also ich freue mich über jeden, der hier stempelt, genau. Ja, also, aber dadurch, dass es eben so viel manuelles Zusammenpacken ist, habe ich die Möglichkeit halt zu sagen, ich möchte sowieso diese Kleinstauflage vom Prinzip machen. Und wenn jetzt Leute da sind und mich unterstützen und das Projekt gut finden, diese Auflage einfach zu erhöhen. Genau, ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht, dass sich die Leute jetzt denken, so, ach, ich brauche ja gar nicht bei Kickstarter, wird es ja eh geben. Das Ding ist halt, je mehr Leute ihn unterstützen, umso mehr kannst du vorproduzieren, ja, und eventuell mitnehmen auch nach Essen. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Ne? Ja, genau, wobei man dazu sagen muss, es ist natürlich so, Essen ist jetzt auch nicht mehr so lange hin und also nicht umsonst, ihr werdet es auf der Kickstarter-Kampagne sehen, es gibt limitierte Anzahl, die man jetzt aktuell quasi bei Kickstarter backen kann, und dreimal auf Holz klopfen, wenn die vielleicht erreicht werden, dann ist es eben auch so, dass ein zusätzlicher Perk auch nochmal eine zeitliche Verzögerung hat, weil ich kann ja nicht aus dem Hut jetzt irgendwie ganz viele Einheiten zaubern, sondern ich habe halt da so eine Möglichkeit oder den Plan so für mich gemacht, dass ich halt auch noch Einheiten zur Spiel in Essen zusätzlich produzieren kann, und dass wir auf jeden Fall auch hinterher dann die Situation haben, dass vor Weihnachten die aktuellen Pledges, die da sind, dann auch ausgeliefert werden. Das in jedem Fall, genau, wenn es halt mehr sein sollte, dann wird man das sehen. Also vom Prinzip dann vielleicht eine etwas verspätete Lieferung oder so dann einfach haben.
Okay. Aber jetzt bin ich erstmal froh, wenn die Kickstarter-Kampagne, sie ist ja offensichtlich auch gefundet worden, weil ich ein 1-Euro-Ziel hatte. Weil ich wollte es vorhin noch sagen, also innerhalb von 24 Stunden gefundet, da gibt es jetzt ein Logo drauf, machen ja ganz viele. Ja, aber das ist natürlich ein bisschen albern. Also ich probiere wirklich das ganze Thema so sehr, sehr straight out zu machen. Deswegen auch da die klare Erklärung, warum das so ist. Es wird eben, ich plane sowieso diese Kleinstauflage für Essen zu haben und ja, würde mich jetzt einfach freuen, wenn ich mehr Einheiten dann natürlich auch in den kommenden Wochen einfach noch zusammenpacken kann. Ich kriege ja jetzt ein Gefühl davon, was braucht man dann. Dann kann ich jetzt schon anfangen, entsprechend die Sachen vorzubereiten, zu bestellen. Ich habe da halt mit den entsprechenden Lieferanten, oder wie nennt man das denn überhaupt? Also mit den entsprechenden Zulieferern gefunden, dass das alles relativ flexibel ist. Bei den Karten, die sind auch gerade schon im Druck, da hat man halt ein paar mehr genommen. Das ist aber eigentlich so das Einzige und ja, genau, alles andere eben wirklich so, dass man sagt, jetzt weiß ich ansatzweise, was an Einheiten da auch über Kickstarter weggegangen ist, dass die dann entsprechend manuell, händisch gebrandmarkt und gepackt werden. Jo, ganz wichtig, also nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht, also das Limit war bei $1 gesetzt oder 1 Euro. Aber mittlerweile, ich glaube, wir haben vorhin mal reinguckt, waren sie nämlich schon 5.600, also es ist auf einem guten Weg. Absolut, ja. Ich glaube, Freitag hast du die Kampagne gestartet oder so? Ja, genau, Freitag gestartet, jetzt bei über 5.000 Euro, ist mega geil. Ja. So, die letzten Tage waren einfach total toll, einfach auch deswegen, weil das Feedback von Leuten war, hey, das sieht eben interessant aus, ich habe noch den dämlichen Fehler gemacht, kein englisches Video zu haben, da muss ich jetzt irgendwie auch nochmal gelöst kriegen, aber selbst da hat ein oder andere Andi schon gesagt, hey, es sieht wirklich interessant aus und wir sind in Rating gewesen, da haben Leute vorbeigekommen, die kannten es schon, die haben gesagt, hey, ich komme, um es zu spielen, die fanden es cool, es sind Leute gewesen, die haben noch nie davon gehört, die haben es auch gespielt in Ratingen und habe ich hinterher eine E-Mail gehabt, so, hey, mir hat es so gut gefallen, ich habe es unterstützt, also von daher, vielen Dank, alles echt mega geil. Yes, dann haben wir, glaube ich, soweit alles abgedeckt, was wir euch mal mitteilen wollten. Guckt es euch auf jeden Fall an. Wie gesagt, der Link ist unten in der Beschreibung. Schaut euch die Kampagne mal an. Im alleräußersten Notfall, wenn euch das Video jetzt noch nicht überzeugt hat, wenn euch die Kampagne nicht überzeugt hat, dann gibt es ein paar wenige, die noch die Chance haben werden, in Essen dann mal rumzukommen. Da wird es wahrscheinlich auch spielbar sein. Ja, absolut. Dass man mal testen kann. Spätestens da wird es vielleicht einen anderen noch geben, der es da mitnehmen kann. Ich persönlich habe schon mein Exemplar quasi gesichert. Und ja, dann Christian, erstmal vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ja, wie gesagt, cool, dass ich das mit dir machen konnte. Habe ja schon ein bisschen dafür gekämpft, dass es wie man leihen konnte, ist umso besser, dass du die Zeit noch gefunden hast. Tatsächlich ist das, ja nur zwei, ist das aktuell eins von zweien und muss ich jetzt auch wieder mitnehmen. Ich übergebe es dir schon mal, damit wir es gleich nicht vergessen. Und ihr kennt das Ganze, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, kommentiert das Ganze, was ihr vielleicht von dem Spiel haltet, wenn ihr Fragen zur Kickstarter-Kampagne habt, zu den Regeln. Genau, ich wollte sagen, zum Spiel. Ja, haut's einfach in die Kommentare rein, ich stelle dann auch mal gerne in Kontakt her oder dass ihr dann, das vielleicht kommentiert der Christian das selber auch, Absolut, das ist auch alles möglich. Haut's einfach rein und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Besucht uns auch mal auf den anderen Plattformen. Ich weiß, bist du auch noch irgendwie bei Facebook oder so unterwegs? Ja, klar. Ne? Also ihr könnt natürlich gerne bei Facebook einfach mal schauen. Da gibt es ein bisschen mehr ein Fluff aus mal, ein Foto von Rating oder was. Okay. Und werden auf Kickstarter haben wir jetzt, oder gibt es jetzt zwei Updates einfach, die ich gemacht habe. Okay. Genau. Dann natürlich verlinke ich die Facebook-Seite auch mal unten rein. Vielleicht ist es auch mal ganz interessant, wenn ihr da up-to-date sein wollt, auch jetzt die, ich nenne es mal Road to Essen, was vielleicht mal passiert. Vielleicht datet der Christian euch dann ab. Ansonsten, Christian, wie nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ansonsten, bleibt sauber. Schönen Feierabend.